Ja, ein ganz kleines Informationsvideo bezüglich eines Videos von mir, welches ich löschen musste. Und zwar geht es um den erneuten Talk aus der Bärenhöhle, nämlich wo ich da über das Phantasialand geredet habe. Und zwar, also ich mache das Infovideo jetzt auch wirklich nur, weil damit man sich halt da nicht wundert, ne, dass das Video gelöscht ist. Kann ja sein, dass der eine oder andere das vielleicht sogar noch hätte gucken wollen, beziehungsweise sich anhören wollen. Ja, und deswegen mache ich das quasi. Ja, und zwar ist das so, dass ich eine E-Mail bekommen habe. Ich vermute mal von einem, der irgendwie im Phantasialand tätig ist. Mitarbeiter, ich glaube, also ich denke nicht, dass das der oberste Chef war, aber wahrscheinlich irgendwie so ein Mitarbeiter. Und ja, ich wurde halt darum gebeten, das Video, also den neuen Talk aus der Bärenhöhle, wo ich eben über das Phantasialand rede, runterzunehmen, sprich zu löschen, weil ich da wohl unter anderem einmal Falschinformationen, also ne, das Video enthält halt die ein oder andere kleine Falschinformation. Und wegen angeblicher Anti-Werbung gegen das Phantasialand, weil ich ja da ja im Prinzip meine Meinung geäußert habe, dass ich das Phantasialand nicht mehr wirklich gut finde, sage ich mal. Zumindest nicht mehr so wie früher. Kurz nachdem ich die E-Mail bekommen habe, habe ich dann nur kurz da in das Video geschaut, mir das selber angehört. Interessanterweise, weil ich kann das ja sehen, als Inhaber meines Kanals, dass das Video auf einmal 12 Dislikes hatte. Also definitiv das mit Abstand meist gedislikedeste Video bisher auf meinem Kanal und auch das erste, was mehr Dislikes als Likes hatte. Ja gut, kann natürlich sein, dass da irgendwie einer vom Phantasialand dieses Video zufällig entdeckt hat und das dann an die daran beteiligt waren, weitergeben hat oder so. Die sollten das dann erstmal schön alle disliken nacheinander. Anders kann ich mir das nicht erklären. Oder es handelt sich dabei einfach um Phantasialand Hardcore-Fans. Naja, keine Ahnung, ist mir eigentlich auch egal. Auf jeden Fall habe ich das Video wirklich auch nur deswegen gelöscht, weil ich ja sogar dann im Nachhinein selber gestehen muss, dass ich, was diesen Talk angeht, tatsächlich ziemlich unvorbereitet war. Und das war dann natürlich sehr unprofessionell, was diesen Talk angeht. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich mich da immer wieder verhaspelt habe, aber das tue ich ja sowieso eigentlich fast immer irgendwo und überall. Das ist jetzt nicht der Grund. Das ist wirklich, weil ich da versehentlich Falschinformationen gegeben habe. Das heißt, teilweise Sachen genannt habe, die so nicht stimmen. Zum Beispiel auch den Standort des Phantasialands, den habe ich dann auch ganz verwechselt. Ich hatte da irgendwie Sauerland gesagt, obwohl das hier ganz woanders liegt. Habe ich dann auch wieder, ich habe da irgendwie ständig was verwechselt. Ja, das hätte natürlich nicht passieren sollen. Und deswegen habe ich das Video dann gelöscht, aber definitiv nicht wegen meiner Meinung zum Phantasialand, ne? Wegen der angeblichen Anti-Werbung. Deswegen hätte ich das Video nicht gelöscht, weil der Meinung bin ich auch ehrlich gesagt weiterhin, dass das Phantasialand für mich nun mal nicht so gut ist, wie es mal war. Und ja, dabei bleibe ich auch natürlich, ne? Also, das war jetzt, ich weiß jetzt nicht, wo die da eine Anti-Werbekampagne für das Phantasialand gesehen haben. Das war einfach nur meine persönliche Meinung. Ja, gut, ich meine, ein bisschen kann ich ja vielleicht schon verstehen, dass da gewisse Leute, die da arbeiten, sauer sind, dass man da jetzt sowas wie eine Art, ja, ich sag jetzt mal, schlechte Werbung macht oder ihrer Meinung nach schlechte Werbung für das Phantasialand macht, einfach weil man da jetzt nicht so allzu gute Worte darüber verliert, aber nee, wie gesagt, alleine deswegen nehme ich das Video natürlich nicht runter, eigentlich nur wirklich wegen den ja, teilweise falschen Informationen und sowieso, wo ich das im Nachhinein gehört habe, ja, da war ich doch schon dezent unvorbereitet, so dass ich da, wie gesagt, mich ja, doch vielleicht schon ein bisschen zu oft verhaspelt habe auch. Das war eigentlich nicht so schön zum Zuhören, muss ich ja im Nachhinein gestehen. Vor allem mit diesen ganzen M's und S dazwischen, das hat das natürlich nicht besser gemacht. Ja, aber hauptsächlich, wie gesagt, nehme ich das Video runter wegen, beziehungsweise habe es runtergenommen wegen den ganzen Falschinformationen, also wegen einigen Sachen, die da wohl nicht ganz stimmen, die ich da natürlich zwar unbeabsichtigt verwechselt habe, aber hätte natürlich nicht passieren sollen. Da war ich
Das war natürlich sehr verschuldet, weil ich da einfach tatsächlich, wie ich ja selber gestehen muss, einfach unvorbereitet war, was diesen Talk angeht, tatsächlich. Wie gesagt, war nicht allzu professionell, aber naja, man lernt ja aus Fehlern. Und ich denke, wenn ich das Video dann runternehme, dann sind alle glücklich. Und ich denke, ihr verpasst da jetzt auch nicht viel, selbst wenn ihr euch das Video noch hättet anhören wollen. Ja, deswegen ist damit, glaube ich, sogar eher allen geholfen. Aber nichtsdestotrotz, ne, ich bleib dabei. Also jetzt kann man mir das natürlich weiter vorwerfen, dass ich da sowas wie eine Anti-Werbekampagne für das Phantasialand starte. Aber nein, ich habe hier außerdem gesagt, und ich kann es aber auch noch einmal hier explizit sagen, dass ich das Phantasialand als Vergnügungspark, so wie es heute ist, zwar immer noch okay finde, aber definitiv bei weitem einfach nicht mehr so gut wie früher, ne? Und dabei bleibe ich, und das ist meine Meinung. Und die lasse ich mir definitiv auch von keinem verbieten, auch wenn das einige Leute vielleicht nicht gerne hören würden. Meinetwegen können die gewissen Leute dieses Video dann für diese Aussage auch nochmal schön kräftig disliken. Aber das werde ich dann auf keinen Fall zurücknehmen, die Aussage, weil das nun mal meine Meinung ist und dabei bleibe ich. So. gut. War jetzt nur, wie gesagt, so ein kleines Informationsvideo, ne? Vor allem für die Leute, einfach, also für den Fall, dass gewisse Leute sich das Video vielleicht noch hätten anhören wollen und sich wundern, dass es jetzt nicht mehr da ist. Jetzt, ja, wissen sie eben halt Bescheid. Und ja, dann hören wir uns, wenn es wieder keine allzu gravierenden Zwischenfälle gibt, dann einfach ganz normal wieder zu meinem nächsten Spooktober-Video, wie das ja so geplant ist. Ja, und bis es soweit ist, will ich dann auch hier, wie immer, sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Bärenbruder.